So, und da bin ich wieder mit Don't Starve im Adventure Mode im letzten Zuge beim King of Winter zu entkommen. Ich habe jetzt die letzten Tage ziemlich viel gefarmt, habe mir hier sehr viele Drying Racks gebaut, Trocknungsständer und ein paar Büffel gejagt, die immer so gekitet, wie ich in der letzten Folge gezeigt habe. Und trockne jetzt mein letztes Fleisch. Ich habe hier schon 9 drin. Das hat ein paar Tage gedauert. Und habe mir dann aus ein paar frischen Büffeln und einer Spinne, aus einem Monsterfleisch, noch einmal so einen Fleischeintopf gemacht. Denn ich gehe davon aus, dass das hier jetzt gleich auch mal trocknen wird. Und dann würde ich einmal noch zum Abschluss alles abbauen hier. Dem Hammer und mir am Ende den Fleischtopf reinhauen, um einmal bei voller Gesundheit zu sein und in die nächste Welt zu gehen. In der nächsten Welt, da könnte eigentlich gar nicht mehr so viel kommen. Ich hatte eigentlich die schrecklichsten Welten schon hinter mir. King of Winter ist ziemlich schwierig eigentlich so im Vergleich. Schmorthof brauche ich auch nicht mehr. Aber vielleicht in der nächsten Welt. Es wäre total schön gewesen. Ich habe ein bisschen Ausschau gehalten nach noch mehr Glühwürmchen, aber ich habe hier keine gefunden. Ich müsste dafür wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gehen. Da habe ich gerade nicht so Lust drauf. Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Ja, und als nächstes könnte Archipelago kommen. Das wäre eigentlich noch mal so auch relativ schwierig. Da muss man durch konstant durch so Wurmlöcher durchspringen und daher auch sehr stark auf seine Sanity achten, immer wieder. Warum habe ich denn jetzt keine Steine mehr? Ach, weil ich, alles klar, habe ich gerade verbraucht, alles gut. Es braucht aber viele Steine. Kriegen wir schon hin. Ja, entweder Archipelago oder eventuell auch The Game is afoot. Und bei The Game is afoot hat man so einen zentral gelegenen Spawn. Fehlt mir aber immer noch Holz. So. Und von dem abgehend sind sehr viele böse Mobs. Mobs. Das klingt witzig. Ja, also so Biome, in denen eigentlich nur Böses ist und das ist dann so aufgeteilt in einmal nur Clockwork-Monster, einmal nur Spinnen, einmal nur Bienen. Und da ist die Ressourcenknappheit dann eben auch ziemlich gegeben und man muss einfach nur zügig durchrennen. Ja, auf beide würde ich genauso mich vorbereiten wie jetzt auf King of Winter. Würde Essen mitnehmen. Habe ich mir schon ein Zelt wieder nachgebaut, habe ich. Und den Walking Cane und hier den Schotten, die Schottenmütze. Die ist ganz hilfreich für die Sanity, falls es dann doch tatsächlich Archipelago sein sollte. Ja. Und dann gehe ich jetzt noch mal fix hier schlafen einmal. Dann müsste am nächsten Tag das da auch schon getrocknet sein. Dann kann ich mich auf den Weg. Oh, es ist einfach nicht getrocknet. Ist das frech? Oh. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Oh, ist das doof. Ah, jetzt. Aha. Nochmal
Feuer vorbauen. Ah, gut. Ich dachte schon. Chester müssen wir leider auch hier lassen. Und dann gehe ich doch mit 16 Fleisch darüber. Fleisch, Walking Cane, Gold und die Schottenmütze. Und dann gehen wir mal rüber und gucken uns mal an, was uns da so erwartet. Das Gold ist noch drin. Ich bin bei bester Gesundheit, also können wir einfach losreisen. Das wissen wir schon. So, ich bin gespannt. Den Bart habe ich anbehalten. Wie böse er lacht. Nee, wir wollen natürlich weitermachen. Ich bin entkommen, stand da einfach. Wenn die wüssten, was ich hier noch alles machen muss. Ach, so ein Ladebildschirm, ne? Zum Glück erzählen die da mal witzige Sachen. Aber ich glaube, es hat sich nicht viel geändert am Adventure Mode. Ich jinx das jetzt mal ein bisschen. Jetzt kommt wahrscheinlich der ewige Sommer. King of Summer. Das Spiel ist in Vorbereitung. The game is afoot. Oder habe ich vertan? The game is afoot, dass es erst mit Winter startet und dann in ewigen Frühling geht. Ach, es ist beides, es ist beides. Alles gut, alles gut. So, ich habe hier eine Wintermütze. Es sind jetzt irgendwie 10 Tage Winter und auch dann ewiger Sommer. Also, kein Stress. Also nicht Sommer, Sommer, sondern Frühling. Dann fangen wir doch mal an, hier direkt zu sammeln. Ich freue mich, weil hier direkt die Büffel sind. Sehr viele Büffel. In der Welt kann man sehr gut Essen farmen. Weil man ja hier zentral gelegen spawnt und von hier aus in alle Richtungen die anderen Biome abgehen. Das heißt, ich muss immer wieder hier hinkommen. Und daher ist es prädestiniert dafür hier, wenn man sowieso die Büffel direkt vor der Nase hat, ein paar Farmen zu machen. Also die Farming-Spot-Dinger hier, verbesserte Farm. Dann hat man auch gar kein Essensproblem, wobei ich hier jetzt eigentlich auch kein Essensproblem mehr kriegen sollte. Das ist jetzt die dritte Welt, in der ich bin. Als viertes könnte dann eine von den anderen Welten, die ich vorhin erklärt habe, und direkt wieder ein Chester gefunden. Leute, ich bin so lucky hier. Besser geht's nicht. So, da haben wir hier direkt so einen Spinnenübergang. Und da machen wir das gleiche. Wie letztens schon mal. Die fackeln wir ab. Na, komm. Reicht nicht. Ey. Ja. Hier. So. Komm mit Chester. Ist auch eine gute Nahrungsquelle.
Aber nicht in dem Maß. Das war der erste Übergang. Heidewitzke. Und da oben habe ich ja auch nochmal direkt noch mehr Spinnen. Sag mal, lass dir den Chester in Ruhe, dass der langsam hier Belästigung. Schwere Fall. Hier noch mehr schöne Sachen. Die werde ich auf Dauer da wegnehmen. Oh, ich habe gar keinen Rucksack da gekriegt, ne? Ich brauche noch Stöckchen, dann kann ich einen Rucksack bauen. Ja, hier haben wir jetzt das Problem. Hier gibt es nicht so viele Stöckchen. Hier gibt es so stachelige Büsche. Die tun mir immer weh, wenn ich einen Stock haben möchte. Aber das kriege ich schon hin. Überall Spinnen. Aber auch sehr viel Essen. Ach Mensch, kann die uns nicht mal in Ruhe lassen? Leave Wilson alone. Leave Chester alone. Das ist eine sehr kurze Nacht nur. Da ist die Kiste, das ist mein Spawn. Aha, hier höre ich schon direkt, da ist so ein Biom mit nur so Dingern. Und noch mehr Spinnen. Ja. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das anzünden hier. Habe ich nicht gerade. Ich habe eine Pickaxe aufgenommen. Kann ich auch so einen Stein nochmal machen, oder? Da habe ich zu wenig Steine. Da ist ein Übergang mit diesen Vögeln. Ich renne jetzt einmal hier so im Kreis, dass ich einmal alles gesehen habe. So. Da rechts habe ich noch nicht alles. Wie weit fortgeschritten ist es denn? Ah, okay. 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 Gut, dann könnte ich mir vorstellen, mein Lager am Spawn zu machen. Spinnen muss ich morgen mal alle platt machen. Da habe ich ja auch schon direkt eine Kiste. Machen wir das doch mal. Bauen uns hier jetzt so schnell wie möglich Feuer hin. Essen mal die Blumen für die Gesundheit. Setzen wir den Crockpot hier hin. Da kann ich auch schon anfangen, mir ein bisschen was zu kochen. Kühlschrank setze ich eigentlich nie ab. Ich weiß, ich baue den immer vor, aber ich brauche den eigentlich gar nicht so dringend.
So viel Essen hat man sowieso eher selten. So, dann gucken wir uns das jetzt nochmal hier an. Da haben wir einen Übergang mit nur Clockwork-Monstern. Da haben wir einen Übergang mit... Was war das für ein Übergang? Mit den Langbein-Dingern. Ein Spinnenübergang und da war noch ein Spinnenübergang. Das heißt, 1, 2, 3, 4... Vielleicht fehlt mir noch einer oder ist einer mit zwei Übergängen. Weil es sind ja fünf Teile mit der Plattform einbegriffen. Ich pack mal mein Essen hier alle unten neben den Chester. Guck ich mir mal gleich an. Dann die Truhe. Ah, okay, ich wollte hier eine Farm hinsetzen. Stöckchen fehlen mir. Habe ich alle für den Rucksack verbraucht. Autsch. Fehlt immer noch ein Stöckchen. Oh, vier brauche ich dafür. Sind hier vielleicht noch welche dran? Mit. So. Kann ich mir zumindest noch mal ein bisschen Holz fällen. Die ersten paar Tage hier bei The Game is Afoot kann man ganz gut damit verbringen, ein bisschen alles abzusammeln hier in der Mitte. Das ist eigentlich am diversesten, was so das die Items angeht, also es gibt Blumen und Gras und so, und bei den anderen sind halt fast nur die Bösewichte und eine Ressource jeweils. Da rennt man dann durch und sucht die Plattform und bereitet sich schon mal innerlich darauf vor, so schnell wie möglich hier wegzukommen. Ist aber gar nicht so schwer, weil bald, also jetzt haben wir erstmal die ersten Tage nur Winter. Bald fängt es dann an, dass es für immer Frühling ist und dann fangen Hundeangriffe auch an. Bäume waren gar nicht so selten hier. So, das esse ich. Wunderschön. Dann esse ich das. Koch mir direkt noch eins nach. Und pflanze die Farm an. Schön. Also die Büffel werde ich wieder alle töten. Und mir mehr Trockenfleisch machen. Ach, wie sieht das hier eigentlich aus? Warum habe ich so viele Steine? Ach, die habe ich gefunden. Die brauche ich gerade nicht. Da ich keine normalen Steine habe. Die kann ich da eigentlich reintun. Ach, es wird ja noch gar nicht Nacht. Kann ich noch ein bisschen rumlaufen. Dann suche ich mal. Guck ich mal, was ich da für einen Eingang noch habe. Ach, die Spinnen wollte ich ja auch noch wegnehmen. Ach, hier ist noch so ein mit Tentakeln-Übergang. Oh, ich habe so viel geredet jetzt schon.
dass ich jetzt ein bisschen heißer bin. Aber jetzt habe ich ja auch gleich die ersten 2 Tage schon hier überstanden. Spannend genug. Es hat lang genug gedauert. Ich konnte mich hier schon einen Überblick verschaffen. Das könnte dann auch schon vielleicht für heute reichen. Ja, machen wir doch so. Gehe ich jetzt eben wieder ins Lager. Und dann höre ich mal für heute auf. So. So. Gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine tolle Woche oder Wochenende. Ich weiß noch nicht, wann ich die Folgen hochlade, weil ich die Übersicht verloren habe, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Aber ich glaube, für heute war das schon sehr fleißig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann. Ciao.